Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Kochvlog. Heute gibt es eine kleine Idee von mir, der Gedanke kam mir einfach mal und was es ist, das zeige ich euch gleich. So ihr Lieben, ich möchte mit euch heute mal etwas ausprobieren. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber dieser Gedanke kam mir jetzt einfach in den letzten Tagen mal. Ich habe nämlich bei Lidl im Angebot diese Strudelblätter gesehen, also Strudelteigblätter. Und davon werden wir gleich etwas richtig Geiles machen. Und zwar werden wir die belegen mit Chicken Nuggets, Salat, Tomate, Gurke und machen uns selber ein kleines Dressing, was da drauf kommt. Wie ich das alles mache, das zeige ich euch gleich. Ich hoffe, es gelingt und ich hoffe auch, dass es schmeckt. Also seid gespannt, denn wie gesagt, das ist eine Erfindung von mir oder eine Idee von mir. Dieser Gedanke kam ja einfach und ich hoffe, es wird was. Ich habe dann den geschnippelten Salat, den ich vorhin vorbereitet habe, schon mit den Tomaten und mit der Gurke vermengt. Und wie es weitergeht, das zeige ich euch jetzt. Und wir machen jeweils zwei Dinger davon, jeweils drei Stück, also sechs Blätter insgesamt. Und jetzt fangen wir an, das zu belegen. So sieht das jetzt aus und das rollen wir jetzt zusammen und dann kommt es im vorgeheizten Backofen. So, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich eins mit geriebenem Käse noch drauf mache. Bin gespannt, wie es schmeckt. Und die restlichen Chicken Nuggets tue ich auch noch so mit in den Backofen. Und mal schauen, was ich dann mit denen gleich mache. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Das Ergebnis davon zeige ich euch gleich. Und wie es schmeckt, das sage ich euch. Sie sind fertig und so sieht das aus. Ich weiß, die Kleine isst ja keinen Käse, also kriegt die hier so ein normales. Ich schneide sie aber jetzt alle in der Mitte durch, denn so ein ganzes Stück ist einfach zu viel und jeder kriegt eine kleine Hälfte davon. Ich berichte euch dann, wie es geschmeckt hat. Auf jeden Fall zeige ich euch gleich noch, wie es auf dem Teller aussieht. So schaut es jetzt auf dem Teller aus. Schaut mal. Ja, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich berichte euch gleich. So, dann wollen wir doch mal probieren. Ich habe mir eins mit Käse genommen. Die Kinder haben sich ohne Käse oben drauf genommen. Die essen das ja nicht wirklich. Ich sag euch jetzt gleich, wie es schmeckt. Mhm. Ja. Also, ich bin begeistert auf jeden Fall. Strudelteig ist doch schon sehr variabel. Man kann sehr, sehr viel damit machen. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit meinem Kochvlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr macht es vielleicht sogar nach. Also ich fand es richtig, richtig gut. Meine Familie kann ich jetzt leider nicht fragen. Mein Mann ist nämlich noch auf Arbeit und kommt heute sehr, sehr spät. Und die Kinder möchten sich heute ungerne vor der Kamera zeigen. Haben wir Verständnis für. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und gerne könnt ihr wie immer in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn gerne noch sehen möchtet. Und vor allem, wenn ihr es ausprobiert habt, wie es euch geschmeckt hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.